hier haben wir noch ein paar Sachen, die man mit Benutzer definiert machen kann. Und das betrifft zum Beispiel Bankleitzahlen oder Postleitzahlen. Bei Bankleitzahlen wissen wir, die sind immer achtstellig. Und da könnte man mit so ein gewisses Format diese Zahlen besser darstellen. Und das machen wir so. Zellen formatieren, Benutzer definiert. Und wir könnten zum Beispiel 000 machen, leer, 000, leer, 00 zum Beispiel. Und so habe ich ein benutzerdefiniertes Format erstellt für Bankleitzahlen. Man sieht ja, die sind dann ganz schön aufgeteilt. In dem Fall hier ist auch eine Raute nicht sehr hilfreich, weil wir wollen immer 8 Stellen haben. Und in dem Fall wäre eine 0 hier vorne kein Nachteil, sondern so wäre dann die Bankleitzahl. Deswegen bei sowas nie eine Raute nehmen, sondern immer Nuller. Okay, und so sieht die dann aus. Und bei Postleitzahlen könnte ich genau dasselbe machen. Ich könnte zum Beispiel 00000 und wenn ich will, kann ich auch von mir aus die so trennen. Spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Noch eine Sache kann ich zeigen. Und zwar, oft hat man so, wenn man jetzt hier Benutzer definiert geht und macht Dollar 0,00. Man hat dann, die Zahlen sind dann nicht, oder sagen wir mal so, die Dollars und die Zahlen sind dann nicht sehr justiert. Ja, es wäre schön, wenn die Dollars untereinander stehen und die Zahlen auch irgendwie irgendwie der Reihe nach stehen. Und wie man das machen kann, ist so, Format, Zellen, Benutzer definiert wieder, und man macht zwischen den Dollar und den Leer, man fügt ein Sternchen. Was das Sternchen macht, ist folgendes. Der Stern ist häufig ein Symbol für x-beliebige Zeichen. Und was es hier macht, ist wiederholt dieses Leer zwischen dem Stern und die Null, ist wiederholt dieses Leer so oft wie notwendig, damit die Dollars auf einer Seite schön justiert sind und die Zahlen auf der anderen Seite schön justiert sind. Ja, dann können wir das Resultat mal anschauen. Da sieht man, das sieht jetzt viel besser aus. Ja, vorher war es so und nachher so. Und das ist der Stern, hat den Effekt, dass er diese Layers so oft wiederholt, damit die Dollars justiert sind auf der einen Seite und die Zahlen auf der anderen Seite. Ja? Und das Format zeige ich nochmal. Ist so, es ist ganz normales Format. Also vorne kommen die Dollars und dann die Null und hier kommt der Stern und dann ein Leer. Und wichtig, das Leer ist wichtig, weil der Stern wiederholt immer dieses Leer, was nach ihm steht. So oft wie notwendig, um diese Justierung zu erreichen. Okay, das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die mir noch eingefallen sind, was Formatierung betrifft. Vor Datum und Uhrzeit gibt es auch viele Möglichkeiten zum Formatieren, aber das mache ich dann, wenn wir das Thema Datum und Zeit behandeln, dann werde ich auch die Formatierung dann da zeigen.